Friede auf Erden wünscht Kaiser Karl der Erste. Denn wir sind jetzt in Runde 116 nach langen 36 Kriegsrunden, 35 Kriegsrunden, endlich wieder im einvernehmlichen Frieden in dieser Welt. Wir sind hier im PBM 67, ich spiele mit Deutschland und was ihr gerade gehört habt, war das Ende des Krieges, denn Persien ist von Russland endgültig erobert worden. Damit haben sich meine beiden Landsknechte, die ich letzte Runde hier verloren habe, noch ausgezahlt, dass der Krieg jetzt umso schneller endet. Ja, damit können wir uns jetzt vollständig wieder dem Reichsaufbau widmen, beziehungsweise das hatte ich ja schon die ganze Zeit getan, und den neuen Bedrohungen, die immer akuter werden, denn nachdem jetzt einmal, wenn ich in die Demografie gucke, denn nachdem jetzt nur noch 5 Leute mitspielen, habe ich hier ein bisschen ausgerechnet und muss sagen, ich habe zwar selber 111.000 an Soldaten und der Ägypter nur 43.000, aber der verbleibende Rest erstreckt sich auf, dass jeder der drei Parteien 85.000 Soldaten wert hat, was vielleicht noch ein paar Schwankungen unterliegt. Und ich würde mal sagen, nach dem, was ich letzte Runde bei Nottingham durch den Spion gesehen habe, und was ich hier jetzt gerade sehe bei Orléans, würde ich sagen, dass doch der Franzose und der Engländer zusammen mehr als 90.000 haben und Face ist ja noch am Wunden lecken von der Stadteinnahme. Vielleicht hat er ja auch noch ein paar Einheiten verloren. Gut, so viel zur politischen Lage. Mein anderes politisches Thema, das Ritterturnier, scheint bisher auf wenig Anklang gestoßen zu sein, denn ich habe bisher keinerlei Antworten dazu bekommen. Dabei habe ich doch extra noch diesen Langschwertkämpfer zurückgehalten, auf dass er noch als Langschwertkämpfer im ritterlichen Zweikampfturnier auftreten kann. Wir bringen ihn mal in Sicherheit nach München. Dort können wir dann auch ihn die letzte Zeit verweilen lassen können. Okay, was ist sonst noch so passiert? Diese Runde gab es ein regelrechtes Bevölkerungswachstumsfest. Wahrscheinlich, weil Frieden war, haben sie sich gedacht, jetzt wachsen wir mal erst recht. Einmal hat Genf Wachstum erlebt auf 4. Dann Tarsus, einer unserer Kolonien. Marionetten hat Wachstum auf 5 bekommen. Wachstum auf 6 hat Aachen bekommen. Wenn ich mit angucke, er hat auch gleich das Produktionsfeld belegt. Das nehmen wir natürlich weiter. Wachstum auf 11 hat München bekommen. Hat auch ein Produktionsfeld gleich belegt. Und Wachstum auf 14 hat die Hauptstadt Berlin bekommen. Und da wurde auch zwar Produktion besetzt, aber ich nehme jetzt das Nahrungsfeld. Mit 13 Nahrung lässt sich doch besonders gut wieder weiter wachsen. So. Ebenso durch das Wachstum hat sich die Religion in Aachen ausgebreitet wieder. 3 Anhänger dort, damit kann dann hier nächste Runde die Bibliothek fertig werden. Und wie ich schon das letzte Mal angekündigt habe, ich habe mich im Durchhören nicht vertan. Angkor Wat wurde von Face beendet. Damit kann ich das nicht bauen. Eines der Wunder, die mir sonst jetzt nur eine Runde gefehlt hätten. Gut, habe ich aber ordentlich Geld gemacht, deswegen bin ich bei 1071 und das Geld können wir sicherlich noch sinnvoller anlegen als das Wunder. Gut, machen wir ein paar zivile Einheiten. Wir sorgen dafür, dass hier bei den Bautrupps ein paar so stehen, dass auch die nächsten Felder dann bearbeiten können. Der hier kann schon mal anfangen, hier Holz zu hacken, den Wald abzuhacken. Die zwei Bautrupps hier in der Nähe von Genf sorgen dafür, dass hier die wichtigen Verteidigungsstraßen gebaut werden.
allen voran erstmal diese Straße noch. Dann stellen wir unsere Verteidigungslinie ein. Dieser eher unbedeutende Armbrustschütze kann an die Küste. Dann der für Sperrfeuer kann auf den Hügel, damit er diese ganze Ecke hier abdeckt. Das sind dann 1, 2, 3, 4 Felder mit Sperrfeuer, wo sie nützlich sind. Ja. Und die anderen Einheiten hier, die bleiben so weit, wie sie sind. Wir ziehen den General noch vor. Ja. Unser nettes Schiffchen unten beim Engländer, den ziehen wir zurück. Ah ja, dort steht ein Musketier drin. Auf der anderen Seite haben wir unseren, beim Russen haben wir unseren Landsknecht, unseren Erforschungslandsknecht. Der erkennt, dass Manila dort unten steht. Manila ist vor allen Dingen auch gleich bereit, uns zusätzlich zu den 15 Gold auch noch 215 Gold Begrüßungsgeld zu geben. Ja, nehmen wir natürlich gerne an. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Weitere Einheiten hier, ein Bautrupp dort, nee, ein Landsknecht, der zurückgezogen wird, ein Bautrupp hier, der da ist, Weideland weitermacht und ein weiterer Bautrupp, den wir bis zu diesem Feld hier in 2 Runden ziehen wollen, denn in Pasargade wird das in 3 Runden eingemeindet, 2 Runden brauche ich, bis ich da drauf ziehe, dritte Runde kann ich anfangen zu arbeiten. Ja, noch ein Bautrupp, der kann hier die Steine anschließen, dann kann ich irgendwann mal auch die Steinwerke bauen. Und jetzt noch eine von unseren, das war der geschenkte Tribok, der ist nämlich ohne Ausbildung. Der kann hier in der Stadt Genf bleiben und dann ist gut. Ja. Dann unser Landsknecht, den wir hier noch haben, der soll hier oben in der Nähe von Köln, beziehungsweise hier Heliopolis und Memphis, da gerne mal so ein bisschen spionieren für den Fall, was da noch so alles kommen könnte. Ja, Ereignisse klicken wir weg. Was machen wir jetzt in Berlin? In Berlin haben wir einen guten Überschuss jetzt erwirtschaftet, Produktionsüberschuss. Wir könnten jetzt die Bank in 3 Runden bauen. Naja, ach nee, gar nicht, das ist Köln, tut mir leid. Ja, in Köln mit der Waffenkammer habe ich auch einen ordentlichen einen Produktionsüberschuss. Und da würde ich schon ganz gerne die Bank in 3 Runden bauen. Weil ansonsten kann der hier ja nur Einheiten wie Armbrustschützen und Ritter bauen. Das kann der dann nach der Bank raushauen. Vor der Bank ist es ein bisschen zu früh. Wir haben erst Runde 116. In Runde 131 geht's los. Das heißt, es reicht durchaus, wenn ich in Runde 119 anfange, Einheiten zu produzieren, die bis zum Ende durchgehen. Okay, Produktion Berlin. In Berlin, was bauen wir dort? Wir könnten in 2 Runden die Bank bauen. Wäre natürlich schon ganz lukrativ bei dem vielen Gold, was ich hier habe. Ja, das wären zumindest dann nochmal 7,5 Gold mehr. Jo, aber ich kann Wunder bauen und deswegen baue ich hier jetzt nochmal schnell in fix in 4 Runden die verbotene Stadt. Nachdem ich die verbotene Stadt gebaut habe, baue ich dann die Oxford-Universität, denn das Geld reicht jetzt aus, dass ich nächste Runde, nachdem die Bibliothek fertig ist, in Aachen auch eine Universität kaufe. Dann ist die dort auch gleich präsent. Und dann heißt es für Berlin, ich kann anfangen... Ja, für Berlin, ich kann anfangen, dort die Oxford-Universität anzubauen, dass er auf eine Runde steht. Und im Anschluss dann werden noch weitere Nahkampfeinheiten wie Musketiere gebaut, die ich später upgraden kann zu der Folgeeinheit, den Schützen. Und Musketiere hier zu bauen ist äußerst sinnvoll, denn sie bekommen dann gleich 3-mal Drill und brauchen dann nur noch so lange durchzuhalten, bis sie sich selber marschieren geben können. Sind dementsprechend besonders stark im unwegsamen Gelände. Ja, damit ist die Militärproduktion, die Wirtschaftsproduktion, die Wunderproduktion alles eingestellt. Ich habe auch sonst hier nichts mehr einzustellen.
Wie gesagt, wir können noch mal über die Demografie drüber schauen. Mein großer Bevölkerungswachstum hat mich jetzt auch Entschuldigung, im letzten Demografiewert der Bevölkerung an die Spitze katapultiert. Damit bin ich dort jetzt auch unangefochten Erster. Naja, unangefochten würde ich mal nicht sagen. Aber da muss der Franzose schon seine Stadt, seine 20er Hauptstadt 22, 23 richtig hochwachsen lassen noch, um da dann auf Dauer dran vorbeizukommen. Interessant ist hier, der Engländer hat wieder nur 54% Zufriedenheit, also minus 2. Da scheint ihm wohl noch irgendwas weggebrochen zu sein, nachdem er mit Derboe wahrscheinlich noch die allerletzten Handel durchgezogen hat. Ich habe es ja mitbekommen, dass er da ihn irgendwie unterstützt, weil bei ihm fehlte dann Geld und beim anderen taucht es auf. Ganz kurioserweise. Und jetzt zahlt es sich halt aus, dass für ihn nicht aus, weil seine Unterstützung bedeutete, dass der Engländer sicherlich eine ganze Menge Geld verloren hat und Zufriedenheit, was er alles so gebraucht hätte, wenn er selber sich aufbaut. So. Gut, das ist die Demografie. Und eine Sache wollte ich noch machen bei der Diplomatie. Ich habe nämlich gesehen, da Face jetzt die Stadt eingenommen hat, hat er ein Luxusgut, nämlich Kupfer. Und wenn man jetzt mal genau hier die Städte anguckt, er hat da Kupfer und er hat da Kupfer. Also ich denke mal, wenn ich ihm das jetzt anbiete, ein Kupfer, nicht die Städte angucken, nein, ein Kupfer, wo ist es denn? Da oben, Luxusgüter. Ein Kupfer gegen, was kann ich ihm anbieten? Gegen einen Wein. Wenn er darauf eingeht, kann ich mit dem Kupfer, was ich bekomme, ein paar Feiertage kriegen. Er gegebenenfalls 4 Zufriedenheit mehr bekommen, wenn er das andere noch anschließt. Und gleichzeitig steigt, glaube ich, bei... ist es Mailand? Nee, nicht Mailand, aber bei Jerewan hier nochmal mein Wert. Gut. Okay. Eigentlich würde ich sagen, ich bin fertig, aber mir ist in letzter Sekunde noch der Glaubenswert aufgefallen. Er hat die 200er Grenze überschritten, was bedeutet, ich kann eine Kathedrale bauen, was wiederum bedeutet, ich kriege nochmal ordentlich Kultur dazu. Und so freuen wir uns, dass wir in 3 Runden die nächste Kathedrale, in 3 Runden die nächste Sozialpolitik bauen können, einführen können. Und dann in 4 Runden die nächste Kathedrale uns zulegen können. Ja, das war's dann auch schon diese Runde und wir freuen uns aufs nächste Mal in Runde 117 mit dem Captain und Deutschland. Bis zum nächsten Mal.